Wir tauchen heute in die Kunstszene unserer Stadt ein. Dafür besuchen wir den Stuttgarter Illustrator Marc-David Spengler, dessen Werke besonders für ihre abstrakten Formen und bunten Farben bekannt sind. Eins seiner Werke prangt bald an dieser Hausfassade in Stuttgart Nord, die er gerade im Rahmen des Festivals neu gestaltet. Wir besuchen ihn heute mal bei der Arbeit. Kommt mit! Du bist ja gerade im Rahmen des Festivals unterwegs. Kannst du kurz zusammenfassen, was da passiert? Da werden insgesamt dieses Jahr, glaube ich, 5 Fassaden gemalt in Stuttgart von Künstlern, die eingeladen werden aus der ganzen Welt. Einer ist immer dabei aus der Region, in der bin dieses Jahr ich. Organisiert und kuratiert wird es vom Studio Vierkant. Und die haben mich gefragt, ob ich hier eine Wand malen will. Und ja. Und was entsteht hier eigentlich? Also das Gesamtbild besteht aus 8 kleineren Bildern, die teilweise ganz abstrakt sind, teilweise ein bisschen einen Hintergrund haben. Das Motto vom Festival dieses Jahr ist Solidarität. Und deswegen haben wir zum Beispiel links unten, man erkennt es noch nicht ganz so gut, eine abstrahierte Faust als Zeichen der Solidarität. Und die Fassade gehört zu einem Männerwohnheim. Und da ist weiter oben im Bild sind 3 abstrahierte Figuren, die übereinander stehen. Bisschen wie eine Räuberleiter, die sich so nach oben helfen und das auch so ein bisschen an die Solidarität angelehnt und so verschiedene Motive, die so ein harmonisches Gesamtbild eigentlich ergeben sollen. Also das ist dann auch die Bedeutung hinter dem Kunstwerk oder gibt es da noch mehr? Ja, so ein bisschen angelehnt an die Themen, aber insgesamt will ich eigentlich einfach ein schönes harmonisches Bild hier hinterlassen. Und dass sich möglichst alle damit wohlfühlen, die hier wohnen, die hier vorbeikommen. Und vielleicht freut sich einer drüber. Vielleicht bleibt jemand stehen und guckt sich's an. Wie bist du denn auf das Motiv gekommen? Was hat dich da inspiriert? Also zum einen war das Thema vom Festival dieses Jahr eben klar. Also es war kein Muss, dass man das umsetzen muss. Aber meine Arbeit ist ein bisschen zwischen Kunst und Illustration und da hat sich halt angeboten, das Thema anzunehmen und dann daraus es zu machen. Also ich passe immer gern meinen Stil auf irgendwelche Themen oder so an. Was muss man denn dabei beachten, wenn man jetzt so eine große Leinwand bemalen möchte? Man braucht Ausdauer, ein bisschen Zeit braucht man und gerade bei der Wand hier muss man ein bisschen schwindelfrei sein. Also ich hatte am Anfang noch ein bisschen mehr Respekt. Inzwischen ist es besser geworden, aber oben im 10. Stock vom Gerüst wird es schon ganz schön hoch, wenn man ein bisschen Höhenangst hat. Und insgesamt, was erhoffst du dir von dem Festival? Also es ist zum einen eine mega Gelegenheit, hier so eine Fassade mal malen zu dürfen. Das gibt es nicht so oft. Und also gerade noch in der Stadt, aus der man herkommt. Und ja, es ist einfach schön, an so einer recht prominenten Stelle ein Bild von sich zu hinterlassen und Stuttgart ein bisschen schöner zu machen. Wir rudern jetzt nochmal ein bisschen zurück zu dir als Person. Hattest du schon immer so eine kreative Ader oder hat sich das erst mit der Zeit entwickelt? Ich habe immer schon so ein bisschen gemalt, war jetzt als Kind oder so nie besonders gut darin oder so, aber es hat mir immer Spaß gemacht. Und irgendwann in der Schulzeit habe ich Graffiti für mich entdeckt und das war ein Grund mehr zu malen einfach. Und also man hat quasi ein Thema dann, weswegen man malt und da habe ich dann richtig Gas gegeben und ohne Ende gemalt. Also nicht viel auf Wänden, aber sehr viel im Skizzenbuch daheim und das habe ich eigentlich bis heute dann beibehalten. Und also heute findet auch viel von meiner Arbeit in meinen Skizzenbüchern noch statt. Und genau, das zieht sich durch, seitdem ich, weiß nicht, 12 bin oder sowas, dass ich immer ein Skizzenbuch habe. Gab es irgendwie so einen Moment, wo du so gesagt hast, okay, ich möchte in der Kreativbranche auch arbeiten? Ich habe einfach gemalt und dann, also Graffiti beschäftigt man sich viel mit Buchstaben und dann war es naheliegend, Grafikdesign zu studieren, weil das so ein bisschen die professionellere Variante ist, sich mit Schriften auseinanderzusetzen, unter anderem und Gestaltung und Farbkomposition und all dem. Und dann habe ich an der Kunstakademie hier
Kommunikationsdesign studiert, direkt nach der Schule. Es hat geholfen, das auf jeden Fall ein bisschen zu professionalisieren und in eine gewisse Richtung zu bringen. Also ich habe Kommunikationsdesign studiert. Das ist eher Grafikdesign. Das hat eigentlich eher weniger was zu tun mit dem, was ich heute mache. Also wie gesagt, irgendwo zwischen Kunst, Design und Illustration. Und es ist vieles auch so Learning by Doing einfach. Und sich auszuprobieren. Und dann habe ich irgendwann auf Instagram angefangen, meine Sachen zu posten. Und genau, das kam teilweise gut an und es hat sich irgendwie so entwickelt. Und natürlich Leute an der Uni, auch mein Prof und so, die haben mir schon auch viel geholfen oder mich auch inspiriert. Wie würdest du denn generell deinen künstlerischen Stil beschreiben? Ich würde sagen, ich mache irgendwas zwischen abstrahierter Kunst und abstrakter Kunst. Es ist teilweise gegenständlich, teilweise komplett abstrakt. Vieles davon passiert spontan. Also am allerliebsten arbeite ich komplett abstrakt, weil das dann so basiert so ein bisschen auf einem Gefühl für das Bild, das ich habe, weil ich recht spontan mal ohne Skizze, anders als hier jetzt. Und dabei entsteht vieles, es kommt irgendwie einfach aus mir raus. Also relativ spontan, recht abstrakt und ich versuche immer, dass das Ganze harmonisch wird. Das ist mir eigentlich so fast das Wichtigste, dass es ein harmonisches, schönes, ausbalanciertes Bild ist. Also sowohl von der Komposition her, von den Farben her, wenn ich irgendein Objekt male, dann versuche ich, dass es stabil steht im Bild quasi, dass es keine großartige Spannung gibt, sodass man denkt, oh, das könnte gleich alles zusammenfallen, sondern es soll auch so eine gewisse Ruhe dann ausstrahlen, im besten Fall. Gibt es irgendwas Spezifisches, das dich dann für die einzelnen Motive inspiriert oder vielleicht hast du auch irgendwas, wo du für Inspiration hingehst, wenn du mal eine Kreativblockade hast? Dadurch, dass ich eben viel komplett abstrakt mal, muss ich mir nicht unbedingt davor was anschauen. Also ich mal vieles einfach aus dem Kopf drauf los. Also selbst wenn ich einen Gegenstand mal, versuche ich, angenommen, ich habe viele Stühle gemalt, weil ich einen Stuhl irgendwie interessant finde. Und dann versuche ich aber, mir teilweise extra nicht Beispiele davon anzuschauen, sondern guck, was habe ich quasi abgespeichert im Kopf und mache mir damit so meine eigene Version von einem Stuhl oder teilweise sind es Fahrräder oder Trompeten oder so. Also kann man auf Instagram, wenn man so ein bisschen durchscrollt, sehen, dass es gibt so ein paar Motive, die immer wiederkehren, wo ich so Objekte, die so abgeschlossen sind. Also bei einem Stuhl, es gibt vier Beine, eine Sitzfläche und eine Lehne und zwei Armlehnen. Und dann kann man mit den Objekten rumspielen und irgendwie neue Variationen machen, irgendwelche optischen Täuschungen reinbauen, irgendwie einen kleinen Kniff dabei einbringen. Genau. Und dann bei dem Erstellen der Werke, hast du da nochmal ein besonderes Vorgehen? Also benutzt du da Schablonen oder wie arbeitest du da? Also die meiste Arbeit passiert im Skizzenbuch auf sehr kleinem Rahmen. Also da sind teilweise auch die einzelnen Bilder von den acht, die hier an der Wand sind, die sind entstanden im Skizzenbuch und sind vielleicht 2-3 Zentimeter breit oder so, weil die sind sehr klein. Ich meine, mit so Acryl Stiften, mit denen ich auch zur Not übereinander malen könnte, wenn ich einen Fehler mache. Und also ich male die auf so einem kleinen Format, weil das ist wie wenn man weit weg steht von einem Gemälde, dann kann man es, man hat mal eigentlich die Möglichkeit, es zu überladen, weil ich auch so ein bisschen nach Ruhe und so einer Einfachkeit in so einem Bild strebe. So wie ich die Wand male, ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, wie ich sonst male für mich, weil sonst male ich drauf los, habe keine Skizze davor und hier muss ich in der Skizze arbeiten, weil sonst würde ich komplett den Überblick verlieren bei der Größe. Gerade wenn man auf dem Gerüst steht, das Gerüst, die Stockwerke sind auch nicht identisch zu den Hausstockwerken. Das heißt, man ist immer irgendwo mittendrin und genau, da würde ich total einen Überblick verlieren, wo ich gerade eigentlich bin und so. Ja, das wirkt auf jeden Fall wie eine besondere Herausforderung für dich hier in Stuttgart. Wie würdest du denn generell die Kunstszene in Stuttgart beschreiben? Ich habe nicht so den größten Einblick da in die Stuttgart-Szene. Ich wohne so ein bisschen außerhalb von Stuttgart. Ich habe
durchs Studium Leute kennengelernt, durch das Hobby Graffiti früher Leute kennengelernt und bewege mich eher so ein bisschen in den Bereich, dass ich da Leute kenne. Viele aus dem Graffiti-Bereich landen irgendwie auch bei Grafikdesign beruflich. Da tut sich schon einiges so in den letzten Jahren. Also ich meine, gerade das Festival ist schon was Besonderes. Das gibt es jetzt seit 3 Jahren, dass einfach, es gab schon davor große Wände, die mal bemalt wurden, aber nicht in der Menge und Regelmäßigkeit, wie es jetzt passiert. Und das ist schon echt cool, weil es gibt es weltweit und zum Glück jetzt auch eben in Stuttgart. Und das ist einfach cool, das im Stadtbild zu haben, solche Wände. Besser als jetzt hier gegenüber die ganzen Wände, die halt schöne Gebäude, aber sind halt relativ langweilig oder relativ austauschbar. Ja, gibt es denn irgendwelche Tipps, die du aufstrebenden Künstlerinnen oder Künstlern geben kannst, die sich vielleicht in der Kunstszene in Stuttgart irgendwie etablieren wollen? Also ich bin relativ gut damit gefahren, das zu verfolgen, was mir wirklich Spaß macht. Und ich glaube, wenn man viel Zeit da rein investiert, was einem wirklich Spaß macht, und dann wird man zwangsläufig irgendwie, zum einen wird man besser und irgendwann bekommt man auch irgendeine Art Anerkennung dafür und Leute sehen, dass ja jemand viel reinwirft, und irgendwie zahlt sich das auf lange Sicht höchstwahrscheinlich aus. Schönes Schlusswort, danke fürs Gespräch, Marc. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie Marcs Kunstwerk aussieht, wenn es fertiggestellt ist. Übrigens, im Rahmen des Festivals könnt ihr auch in vielen anderen Stuttgarter Hausfassaden Kunstwerke entdecken. Haltet doch mal danach Ausschau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Stuggi TV.